Hallo bei Nerdfamilizin. Hallo. Wieder am altbekannten Ort, aber diesmal mit einem ernsten Thema. Und zwar soll es um die Palliativversorgung von Patienten in der Notfallmedizin gehen. Okay. Ja, wir haben ja schon mal ein Video zum Thema gemacht, sollen wir alles tun oder wie spricht man mit Angehörigen und Patienten in so einer Situation. Darum soll es jetzt also nicht gehen, sondern wirklich um die palliative Versorgung. Mhm. Martin, was macht so eine palliative Versorgung eigentlich aus? Also was ist denn da anders als bei einer normalen Versorgung von Patienten? Also grundsätzlich muss man versuchen, das mal zu definieren. Es gibt natürlich die Patientinnen und Patienten, die sind schon palliativmedizinisch angebunden. Das ist entweder über eine spezielle ambulante Palliativversorgung, die sogenannte SAPV, oder über hausärztliche Palliativversorgung. Das heißt, die sind schon in einem Netzwerk drinnen. Mhm. Und da gibt es irgendein Problem mit diesen Patienten. Die Szenarien gliedern wir nachher nochmal ein bisschen auf. Und dann gibt es noch die Patientinnen und Patienten, zu denen wir hinkommen, wo wir merken, oh, das ist jetzt vielleicht eine Situation, da geht es jetzt tatsächlich auch ums Sterben, ja, um eine Sterbebegleitung oder um eine Situation, wo wir kurativ nicht mehr wirklich was machen können, sondern wo unsere Situation eher die ist, dass wir Schmerzen und Leiden lindern oder vermeiden. Das ist, würde ich jetzt so als kleine notfallmedizinische Definition von Palliativsituationen sehen. Wobei die echte Palliativmedizin natürlich super, super, super komplex und viel größer und so weiter ist, muss man auch dazu sagen. Okay, und kurativ bedeutet ja quasi, der Patient kann nicht mehr geheilt werden. Ne? Also, genau. Ja. Mhm. Ja. Okay. Stellt sich für mich immer die Frage, ist eigentlich jeder Palliativpatient gleich? Also jetzt komme ich zum Patienten hin, ne? Und manchmal wird mir ein Arztbrief unter die Nase gehalten und da steht dann drauf, Bronchialkarzinom in palliativer Therapie. Das ist eine sehr gute Frage, als hätten wir es abgesprochen. Palliativpatient heißt nicht Palliativpatient. Das sind eben diese unterschiedlichen Szenarien, die ich schon besprochen habe, die ich schon erwähnt habe. Das eine sind wirklich die akut sterbenden Menschen. Also der ist entweder in palliative Behandlung und stirbt oder wir sehen, dass der stirbt. Da müssen wir akut handeln. Mhm. Und dann gibt es natürlich die Fälle, die palliativmedizinisch versorgt sind und die noch ein anderes Problem haben. Ich gehe mal auf die anderen Probleme ein. Andere Probleme sind zum Beispiel, also wir haben jetzt jemanden, wie du sagst, der hat jetzt eine palliative Chemotherapie, aber palliative Chemotherapie kann heißen, dass der eine jahrelange Lebenserwartung hatte. Und jetzt hat der zum Beispiel eine Schmerzkrise. Jetzt hat er zum Beispiel irgendwie ein anderes Problem mit seiner Erkrankung, zum Beispiel einen Pleuraguss und der macht ihm mit der Atmung Schwierigkeiten oder er hat ein Problem, das gar nichts damit zu tun hat, zum Beispiel ein Erysipel. Mhm. Und in all diesen Situationen müssen wir uns überlegen, wie behandeln wir was jetzt genau? Also, fangen wir mal an. Der hat jetzt eine Schmerzkrise. Ja? Der hat irgendwo eine blöde Metastase hocken, die furchtbar schmerzhaft ist, hat wahrscheinlich hoffentlich schon eine Dauertherapie mit Schmerztherapie. Opioiden meistens. Und dann jetzt werden wir geholt, weil er massive Schmerzen hat. Mhm. Naja, dann sollten wir mit den Schmerzen helfen. Ja, das können wir gut. Ja. Bietet sich an. Genau, das können wir gut. Wir können mit Schmerzen umgehen, mit Frakturen und mit Bauchweh und so weiter und so fort. Tendenziell muss man sagen, dass Leute, die schon eine Dauer-Opioid-Therapie haben, da brauchen wir jetzt nicht mit Novalgin und irgendwie Paracetamol anfangen, sondern da müssen wir meistens mit unseren Opiaten aus der Notfallmedizin hantieren. Das sind Morphin und Fentanyl fast immer. Würde ich jetzt mal sagen, bei starken Schmerzen kriegen die Fentanyl, je nachdem, was sie brauchen. Denkt dran, die sind oft schon viele Opiate gewohnt, die haben irgendwie Pflaster und so weiter. Also da muss man manchmal höher ansetzen. Was heißt für dich höher? Also hast du da so eine Hausnummer, woran du dich hältst? Jetzt, wenn der Patient zum Beispiel zweimal am Tag 10 Milligramm Morphin einnimmt, das gibt es ja als Retard, ne? Wie viel gibst du dem dann so? Also wenn man jetzt am einfachsten ist natürlich, wenn man in der gleichen Stoffkategorie bleibt, der hat jetzt 20 Milligramm Morphin, da würde man sagen 10 bis 20% von der Tagesdosis, ja, also das ist immer wichtig, ist die Tagesdosis, als Bedarfsdosis. Das wären jetzt da oral, muss man dazu sagen, wären das jetzt 2 bis 4 Milligramm Morphin. Das gibt es auch als Tabletten, manchmal haben die das zu Hause, manchmal reicht das auch, wenn man das nur einfach autorisiert. Sonst verlinken wir euch in den Shownotes so ein Umrechnungsschema, wo man von den Pflastern und den oralen Dosierungen und so weiter umrechnen kann auf IV-Gabe auch. Ja, also 10 bis 20% von der Gesamtdosis ist, glaube ich, eine gute Hausnummer und gilt fürs Fentanyl genauso. Okay, jetzt hat der Patient, sagen wir mal, einen schweren Pleuraguss.
dann sagt man, naja, der ist ja palliativ, da machen wir jetzt nichts mehr und dann schickt man wieder heim, oder? Das ist genau, das ist der Punkt. Also das muss man mit den Angehörigen besprechen und mit den Patienten. Und meistens sind die ja noch so fit, dass man mit denen das durchaus diskutieren kann. Als symptomlindernde Behandlung ist ja völlig in Ordnung. Ja? Das heißt, wenn jemand jetzt totale Luftnot hat und Schmerzen beim Atmen, weil der einen riesen Pleuraguss hat von seinem Karzinom da in der Lunge, dann ist es vielleicht auch eine super Sache, wenn man das einfach punktiert. Da rede ich jetzt eher von einer Notaufnahmetherapie, also präklinisch würde ich da jetzt nicht irgendwie blind rumstechen, aber dass man den Patienten ganz normal ins Krankenhaus transportiert, die Situation erklärt, sagt, okay, unser Ziel ist jetzt, wir wollen dem Symptom lindern, indem wir den Pleuraguss punktieren. Vielleicht kann man die auch schnell wieder nach Hause schicken. Ein Kaviat allerdings, bei der Aufklärung, die man machen muss, wie bei jedem anderen Eingriff auch, sollte man sich besonders genau überlegen, was passiert, wenn was schief geht. Jetzt sagen wir, der hat sowieso eine schlechte Gerinnung, ja, weil der multiple metastasiert ist oder hat vielleicht sogar irgendeine Antikoagulation oder whatever. Mhm. Jetzt wollen wir dem da in den Thorax stechen, um den zu entlasten. Was ist, wenn das jetzt richtig fies blutet? Das gibt's ja, ja. Was machen wir dann? Und das muss man tatsächlich, zumindest die wichtigsten Komplikationen, mit den Patienten und den Angehörigen besprechen, in der Aufklärung und auch festlegen, machen wir dann was? Ja, weil sonst kommt schnell dieser blöde Teufelskreis, wo man sagt, naja, wir haben ja diese Punktion gemacht, jetzt müssen wir da doch den irgendwie intubieren, jetzt müssen wir den doch operieren und ein armer Mensch mit einem Karzinom, der das auf keinen Fall wollte, liegt plötzlich beatmet auf einer Intensivstation. Also durchaus auch sagen, was passiert, wenn irgendwas schief geht an den Maßnahmen, was natürlich bei diesem schwerkranken Menschen möglich ist. Und dann kann man auch alles verhandeln, wenn er sagt, nö, wenn das was Behandelbares ist, intubiert es mich und operiert es mich, alles gut. Aber wir sollten halt vermeiden, dass da sich Sachen verselbstständigen. Super Punkt. Okay, und wenn das jetzt was ganz anderes ist, also wie du zum Beispiel gesagt hast, RSIP beim Lungenkarzinompatient? Auch da würde ich sagen, man muss es individuell besprechen. Auch das kann man mit den Angehörigen offen besprechen. Wir kommen immer wieder auf den Punkt zurück, Palliativmedizin heißt ja auf gar keinen Fall nichts tun, sondern das heißt ja sogar fast mehr tun, nur ein bisschen mit einem anderen Ziel. Und das Ziel kann da sein, okay, wir behandeln das und wir behandeln das mit Antibiotika, wir behandeln das mit Kühlung, mit stationärem Aufenthalt, alles völlig okay. Aber es gibt natürlich auch die Variante, dass Leute, die eine schwere Krebserkrankung haben oder eine andere limitierende Erkrankung, ist ja nicht nur alles Krebs, die sagen, ja, aber vielleicht will ich gar nicht, dass ihr meine Lungenentzündung, auch wenn ihr nichts damit zu tun habt, jetzt behandelt. Das ist eine völlig okaye Entscheidung, die muss man dann besprechen in der Situation. Beispiel, schwerst Parkinson, chronische neurologische zusätzliche Erkrankungen, liegt im Pflegebett, kann überhaupt nicht mehr am Leben teilnehmen, möchte auf keinen Fall ins Krankenhaus und hat jetzt eine Pneumonie, könnte man ja sagen, na, die Pneumonie hat ja mit dem Parkinson und mit den anderen Sachen nichts zu tun, das müssen wir jetzt behandeln. Ja. Schwieriger Punkt, ja, klar. Aber vielleicht kann man da durchaus mit der Angehörigen sprechen und sagen, das ist auch okay, man kann auch an anderen Erkrankungen versterben. Aber besprechen. Okay, ganz wichtige Punkte bis hierher, aber jetzt gehen wir doch mal ins Eingemachte. Jetzt kommst du nach Hause zu einem Patienten, der ist bekannt palliativ und der hat zum Beispiel, der hat ein Bronchialkarzinom, ist durchmetastasiert und liegt jetzt wirklich im Sterben. Mhm. Und die Angehörigen wissen das auch und sagen dir das schon auch und sagen, ja, also aber der Vater, der hat jetzt so massive Schmerzen, wie gehst du daran? Oder oft sagen sie auch, der hat Durst, der hat jetzt den ganzen Tag nichts mehr getrunken und kannst du da so ein bisschen was zu Symptomkontrolle dann auch sagen? Du hast schon ein ganz wichtiges Wort gesagt, nämlich das Wort Symptomkontrolle oder Symptomlast. Wir müssen uns einfach anschauen, was sind die Beschwerden von diesen Patientinnen und Patienten und wie können wir die am besten lindern? Können wir das zu Hause machen? Macht das mehr Sinn in der Klinik? Vielleicht sind die auch an die SAPV angebunden. Gibt es da jemanden, der dorthin kommen kann, dass die in der Wohnung oder zu Hause bleiben können? Häufig ist ja auch ein Alarmierungsgrund. Eigentlich gibt es ein super System, alles ist perfekt organisiert, aber in dem Moment des Sterbens eskaliert die Situation einfach. Ob das jetzt eine Luftnot ist, der Schmerz ist, aber auch dramatische Sachen wie eine Tumorarrosionsblutung, die dann einfach für uns schon heftig ausschaut, aber für Angehörige natürlich, wenn das ganze Bett voller Blut ist, ganz, ganz dramatisch ist. Ich würde sagen, die Entscheidung, Transport oder nicht, die ist super individuell. Die muss man anschauen, ist die Kompensationsfähigkeit da oder nicht? Was sind die Wünsche? Oder nimmt man vielleicht jemanden auch aus dieser Stresssituation raus, inklusive den Angehörigen, und bringt die Patienten in ein Krankenhaus, möglichst eins, das mit Palliativmedizin Erfahrung hat, in irgendeiner Form. Aber die direkte Behandlung ist Symptomlast, meistens Luftnot und Schmerz.
Morphin. Ja, kann man so ganz klar sagen. Präklinisch, glaube ich, das sinnvollste Medikament. Kann man gut IV geben, bevor man jetzt dann 1000 Stunden nach irgendwelchen Venen sucht. Bei ganz ausgemergelten armen Menschen kann man das auch subkutan geben, wobei man dran denken muss, das dauert dann länger, bis es wirkt. Ja? Gerade bei, wenn die schon schockig sind und schlecht perfundiert sind, wer weiß, wie viel davon ankommt. Man kann da bei akuten Durchbruchsschmerzen super auf Fentanyl nasal geben. Opiate sind da das Zauberwort. Wenn die total agitiert und aufgeregt sind, manchmal so in diesem Delir im Rahmen des Sterbens, kann man auch zusätzlich, wenn das Opiat nicht reicht, noch ein Benzodiazepin, Midazolam zum Beispiel geben, geht auch super intranasal, aber das Primäre sind Opiate. Mhm. Niedrig anfangen, beziehungsweise an der Dauerdosis von dem Patienten und rasch nach oben gehen. Genau. Wir würden euch auch noch in die Shownotes packen, wir Dosierungen für Perfusoren, Verdünnungsbeispiele, vor allem jetzt für die Notaufnahme. Ich würde sagen, präklinisch würde man mit 1 bis 3 Milligramm Morphin mal anfangen, wenn die Opioid naiv sind. Und was man ja auch sagen muss, ist, man kann ja ganz häufig super auch an die ambulanten Versorgungsstrukturen anknüpfen. Also man sollte unbedingt immer mit dem SAPV-Team einfach mal telefonieren oder mit dem Hausarzt und mal fragen, hören Sie mal zu, der Patient hat jetzt eine große Beschwerdelast, könnten Sie vielleicht einfach eine halbe Stunde nochmal kommen? Ich war gerade da. Wichtig ist nur nicht, dass man dann wieder fährt und sagt, komm, und dann ist Aufgabe der nächsten Schicht. Genau. Du hast noch was gesagt, was ich sehr spannend fand, das genau. Mit dem Trinken, oder? Ja, genau. Das ist nämlich die nächste Frage. Muss man dem dann künstlich ernähren oder wie sieht das aus? Also tatsächlich ist das was, was viele Angehörige, auch wenn sie sehr differenziert sind und sich sehr darum bemühen und da in die Situation auch einarbeiten, irgendwie ganz schwer fällt, ist, dass Menschen am Lebensende kaum Appetit oder Durst haben. Und dann haben sie das Gefühl, ja, wir lassen die doch irgendwie verdursten. Ja, eigentlich nicht. Muss man sagen. Also Menschen haben am Lebensende, soweit man das irgendwie wissenschaftlich erheben kann, kein Durstgefühl oder viel, viel weniger Durstgefühl. Das haben ja oft schon alte Menschen über Jahrzehnte nicht. Aber am Lebensende ist es ganz ausgeprägt. Das heißt, was man machen kann, ist, dass man eine Mundpflege macht. Ja? Also das ist jetzt für die Klinik vor allem relevant. Also Mund befeuchten mit einem Schwämmchen und so weiter, vielleicht was absaugen, wenn da was ist. Aber jetzt da irgendjemanden eine Ringer oder irgendwas hinzuhängen, ist Quatsch. Das hilft den Patienten nicht. Das ist vor allem eher schlimmer, weil die können dann relativ rasch in Lungenödem kommen, dann brodeln die und dann ist das Atmen nochmal unangenehmer. Das würde ich also möglichst vermeiden und den Angehörigen auch so erklären, dass die da keinen Durst verspüren oder das Wichtigste ist eher die Befeuchtung vom Mund ist. Und das Gleiche mit Essen. Es macht jetzt keinen Sinn, wenn jemand in einer Sterbephase ist, dem noch irgendwelche künstliche Ernährung hinzuhängen. Das ist einfach Quatsch. Das Gleiche auch mit Sauerstoff. Ja, auch Sauerstoffgabe, wenn es ein klarer Sterbeprozess ist, dann nehmen wir den Lufthunger und die Atemnot nehmen wir dann mit Opiaten und nehmen wir nicht mit irgendwelchen Sauerstoffgaben. Ausnahme, die überbrückende Therapie, während wir versuchen, die Situation festzulegen, wenn wir noch gar nichts wissen. Oder der Patient selbst wünscht es aktiv. Ne? Dann würde man natürlich auch nicht sagen, ja, es bringt jetzt nichts mehr bei Ihnen, dann geben wir es Ihnen. Ja, genau. Aber meistens. Ja. Nee, klar. Dann würde ich das Ganze nochmal zusammenfassen. Sehr gerne. Also zuallererst einmal muss man wissen, Palliativpatienten sind nicht Patienten, die gar nichts von uns bekommen, weil sie sind ja palliativ, können wir ja nichts machen. Nein, im Gegenteil, das sind Patienten, bei denen man sogar besonders viel Therapie anwenden muss, nämlich um die Symptomlast zu lindern. Und das ist eigentlich auch das zentrale Stichwort in der gesamten Palliativmedizin, Symptomlast irgendwie zu lindern. Und dann darf man nicht Palliativpatient und Palliativpatient immer miteinander vergleichen. Es gibt unterschiedliche Formen von Palliativsituationen. Das eine ist der Patient, der vielleicht unter einer Chemotherapie zwar nicht mehr geheilt werden kann, aber vielleicht noch viele Lebensjahre vor sich hat. Und da muss man sich immer fragen, ist jetzt momentan die Symptomkontrolle im Vordergrund? Gibt es vielleicht eine Ursache, die wir behandeln können, um damit die Symptome zu verbessern? Du hast den Pleuragus genannt. Klare Sache, da wichtig bei der Aufklärung, hat Martin ein paar Punkte genannt. Also was machen wir, wenn was schief gehen sollte? Dann gibt es natürlich auch noch den Fall, dass eine Zweiterkrankung, die gar nichts mit der Palliativsituation eigentlich zu tun hat, hinzukommt, erysipel oder verstauchter Knöchel, und da muss man einfach individuell besprechen. In der akuten palliativen Situation, ein nahezu sterbender Patient, da hast du klar gesagt, geht es noch mal mehr um die Symptomlast, Morphin als
Medikament der ersten Wahl in dieser Situation eigentlich. Und ganz wichtig, nicht mit Sauerstoffgabe gegen Atemnot vorgehen oder mit vielen Infusionen gegen, gegen nicht trinkende Patienten vorgehen, mhm. sondern eben Symptomlastkontrolle. Und falls das Ganze nicht ambulant laufen kann, dann ist das auch ein Grund, einen Patienten stationär zu verbringen, damit er da dann vernünftig in seinen letzten Lebenstagen noch behandelt werden kann. Super zusammengefasst. Ich finde das Spannende an der Palliativmedizin, so sehr es auch, oder Palliativmedizin, an dem Agieren in palliativmedizinischen Situationen, ja, wir sind ja beide keine Palliativmediziner, aber wir kommen in diese Situationen halt regelmäßig, ist, dass es ultra individualisiert ist. Also es ist fast noch mehr, finde ich, als wenn du sagst, ja, ein STEMI oder eine Lungenembolie, sondern es ist so, jede Situation ist so individuell und man kann so individuell tatsächlich oft auch wirklich gut helfen, dass es trotz aller emotionaler Belastung wirklich auch schön, kann man nicht sagen, aber wirklich auch eine befriedigende Arbeit ist oder eine befriedigende Situation ist, wenn man das eben für sich so ein bisschen differenziert und genau das, was du sagst, wo man besonders viel tut, nur vielleicht nicht das, was man sonst bei anderen Menschen tut. Und die regionalen Unterschiede sind groß und eigentlich wäre das doch mal ein schönes Schlusswort. Informiert euch doch mal, wie es ist bei euch zu Hause und organisiert eine regionale Fortbildungsveranstaltung, wo man da einfach mal gemeinsam mit einem Protagonisten drüber spricht. Super. Oder? Ja, finde ich gut. Das war's von uns. Wir sind auf alle Kommentare und eure Erfahrungen extrem gespannt und freuen uns auf euch beim nächsten Mal bei Nerdfallmedizin. Bis bald. Ciao. Macht's gut. Ciao.